Hallo meine Freunde. Hallo. Hallo Maxi, grüß dich. So, die haben ja im Clan auch schon das öfter gesagt, warum ich immer im Endeffekt diese Videos mache. Totaler Quatsch, du machst ja was anderes in der Zeit, ne? Ja. So, und damit hängt das zusammen. So, wir haben anlässlich unseres letzten Clan-Krieges und auch den Veränderungen im Clan, haben wir Folgendes gemacht, dass wir einfach wieder ein Video machen. So, uns ist aufgefallen, dass zum Beispiel Paluten jetzt zum Beispiel meint, der ist neu im Clan. Jan hat zum Beispiel ihm geschrieben, er möchte auch spenden bei Request and Leave. Also Request and Leave lief hier, ich erkläre das nochmal. Das heißt, wir laden Leute ein, machen den Clan auf. Jeder kann reinkommen. Genau, und dann spenden alle. Genau. Also nicht nur einer. Nee, bloß nicht nur einer. Also es geht ja um Request and Leave darum, dass man XP farmt. Ja. Und um das halt zu steigern, kommen die rein, fordern an, gehen sofort danach wieder. Damit hier sieht man zum Beispiel, der Paluten schreibt, muss halt schneller tippen, obwohl der Jan gesagt hat, Mensch, ich möchte auch im Endeffekt spenden. Ne? Du kannst ja auch spenden, hier ist Teamwirkung. Musst halt schneller tippen. Ja, wieso? Der eine hat eben schnellere Verbindung bei WLAN und der andere hat eine langsamere Verbindung bei WLAN. Und dann wechselt man sich ab. Ne? So, und das finde ich natürlich ein bisschen nicht teamorientiert. Paluten, da musst du ein bisschen was lernen, wenn du hier in dem Clan bleiben möchtest. Das musst du lernen, okay? Also, ne? Mir ist nicht mehr Wehrtruppen, sonst schmeiße ich sie weg und schmeiße sie doch weg. Okay, totaler Blödsinn doch. Ich wollte ja im Endeffekt mit dir zusammen einfach mal Folgendes machen. Ich gehe mal hier zurück, mach das mal kleiner. So, letzter Clan-Krieg, den wir gemacht haben. Das ist jetzt ein neuer, den habe ich gestartet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier reingehen, was mache ich denn jetzt hier? So, da wollte ich hin. Mein Clan-Kriegslog, dann gehen wir hier rein in die Details. So, den haben wir also gewonnen und haben dafür 150 Clan-EP bekommen. Das war ja auch nicht schwer. Nein, das war auch relativ einfach, weil der am Anfang, wenn wir die Karte uns ansehen, da gucken wir die Kriegsdetails, der hat nämlich hier nicht mehr angegriffen. Der hat angegriffen, hat keine Sterne geholt. Ja, sehe schon. Ich gucke mir nämlich gerade auch das andere Team an. Ne? Sehr viele von denen haben nicht angegriffen, wenn nicht sogar alle. Ja, dann wo sie angegriffen haben, sie 0 Sterne geholt. Ja, 0 Sterne halt. Also das war natürlich doof. Und da hat er wahrscheinlich auch gedacht, leck mich am Arsch, ich habe da keine Chance. Nö. Ja. Unser Team hat also wirklich, da muss man ganz ehrlich sagen, sehr gut angegriffen. Basti schrieb hier im, schade, der Chat ist jetzt weg, schrieb er, er war auf dem Kirmes und hat sich besoffen, kam morgens nach Hause und hat das nicht gesehen. Also typisch Basti, ne? Er meldet sich an für einen Clankrieg, kriegt das nicht mit, säuft sich da die Latte voll. So, und dann, toll, ne? Hätten wir ihn gebraucht. Albinator hat super angegriffen, aber ich habe mich über den geärgert, weil er dann auf einmal geschrieben hat, wieder rot ist, ne? Also wenn man jetzt guckt, also wie gesagt, Kleenex, das war klar. Gehen wir mal gerade hier nach Hause und gucken uns einfach hier unsere Clan-Übersicht mal an. So, Albinator, wo bist du? Nach unten. So, er ist schon wieder rot. Dann habe ich ihm gesagt, dann degradiere ich ihn wieder zum Ältesten. Das hat keinen Sinn. Weil das ist totaler Quatsch. Er schrieb hier rein, jetzt mal ohne Käse, er hat Ferien, aber die ganze Woche hat er keine Zeit. Maxi, ja, der hat vorhin zu viel zu tun von den Ferien. Maxi, du hast auch Ferien, oder? Ja, ich bin voll bis umhin mit Sachen. Ich kann das nicht. Das du hast keine Zeit? Nö, jetzt beispielsweise, jetzt muss ich auch gehen. Du kannst ja noch einmal. Jetzt bleibst du sitzen. So, also du spielst, was spielst du da im Moment? League of Legends. Ach so. Und nur so 1-2 Stunden am Stück. Ja, kann das sein? Nur so. Hast du also gar keine Zeit? Ne? Nein. Nein, das ist ja gestresst. Muss lernen wahrscheinlich, ne? Ja. Unheimlich, ich muss, ne, lernen, wie ich die Ferien verbringe. Also, wenn ich, jetzt mal ganz ehrlich jetzt, Jungs und Mädels, wenn ich das ab und zu lese, dann schreibt jemand, ich bin im Stress, habe keine Zeit. Und dann frage ich, wie alt die sind, dann schreibt der, ist 11 Jahre. Dann frage ich mich, okay, was für einen Stress macht er sich? Also ja, mit 11 Jahren, da wurde ich, nee, da wurde ich gar nicht eingeschult. Wann wurde ich denn eingeschult? Keine Ahnung. Mit 6. Nein, ich meine auf dem Gymnasium. Auf dem Gymnasium? Da warst du in der vierten Klasse. Nach der vierten Klasse wirst du eingeschult. Da warst du 10. Na, guck mal, fünfte Klasse ist dann... Nur zur Information, Max hat, glaube ich, zu viel Kakao getrunken heute Morgen. Nein, aber die fünfte Klasse ist wirklich nicht schwierig. Da kann man nicht viel zu tun haben, wenn das gerade anfängt. Ja, wenn die überhaupt auf dem Gymnasium sind. Ne, also ich sag mal, das ist immer so eine Geschichte. Also, wir haben ja gesagt, okay, wir machen mal Folgendes. Wir gehen hier rein und gucken uns die einzelnen Bases an. So, ich sag denen erstmal, dass sie jetzt hier live drauf sind. Wie ist mein Dorf? Okay. Also, im Moment, schreibst du das auch mit Janda? Mhm. Im Moment, wissen nämlich gar nicht, dass wir das auch können. Im Moment
sind wir live am Aufnehmen, ihr Nasen. Genau. So. Ach, das ist der Theo. Guck mal hier. Der Name wird hier zurückgeschrieben. T-H-E-O. Hi, Theo. Der hat ja gesagt, dass er mit seinem besseren Account da reinkommt. Und kannst du mein Dorf angreifen und bewerten? Nö. Nö. Hab keine Truppen. Wie soll ich denn das machen? Hab null Truppen. So, komm. So, wir gucken jetzt mal die anderen Dörfer. Also, wir schauen jetzt. Ich kann schon mal anfangen. Ja, okay. Also, wir schauen. Schreibt doch mal bitte. So, wir schauen uns jetzt mal die Dörfer an. Ja, fange ich mal mit meinem eigenen an. Besuchen wir uns das mal ganz kurz. Machen wir da eine große Bewertung zu oder gucken wir uns die nur an? Ja, ist meins, ne? Mehr brauchen wir da nicht zu sagen, oder? Mein Dorf. Alles klar. Schlecht. Ja, danke, danke, danke. Dann besuchen wir Flying, der Max. Der ist auch schon lange da, ne? Sehr lange. Wirklich zuverlässiger Spieler, der also wirklich auch schon lange da ist. Im Moment ist er alles am Ausmaxen. Sieht aus wie gut aus, ne? Kann man nicht merken. Sehr gut. Ne, also okay. Dann haben wir Maxi Scan. Den kennen wir schon, brauchen wir nicht. Blödsinn. Matthias, besuchen wir den Matthias. Der ist neu? Genau. Sieht lustig aus, recht, ne? Ja, recht schöne Base. Hier, das sind die Augen hier. Das sind die Ohren. Was soll das ein Kopf sein? Kann das sein? Das sieht auch wie eine Katze oder wie ein Häschen. Keine Ahnung. Genau, das ist eine Katze. Eine Katze. So, dann bist du. Brauchen wir nicht, dann kennen wir schon. Deine gucken wir jetzt auch mal. Sieht schön aus. Oh, du musst doch noch ein paar Mauern machen. Dann hast du alle Mauern auf den Level 8. Kosten Schweinegeld, die Mauern, finde ich hier. Ja. Also ich finde es. Ich finde es absolut. Die 800.000 oder eine Million kosten sie jetzt, nachdem wir Level 8 haben. Ja, ja, genau. Die kosten dann 1 Million und Level 9 kostet. Level 10 3 Millionen. Und dann muss man sich mal vorstellen, es gibt bis zu Level 12, nee, Level 13 momentan schon. Keine Ahnung jetzt, aber das kann sein, können wir gleich mal gucken. Also, 250 Mauern hast du jetzt hier bei dem Rathaus Level 9. Mhm. Wenn du jetzt Level 10 hast, das Rathaus, kriegst du ja nochmal Mauern dazu. Ne? Das heißt also, wenn du hier jetzt zum Beispiel updatest oder was auch immer, maximierst, kriegst du nochmal die Mauern dazu. Das kostet ein Schweinegeld. Da kostet also der ganze Scheiß hier nur mit 1.250.000.000 Millionen. So, also finde ich absolut abartig. So, Hirschi im Moment sehr inaktiv. Keine Ahnung, nur weil er glaube ich, er macht den Barbarenkönig auf 9 oder auf 10. Ne? Was ist das denn? Der ist der beste Spieler. Medi? Der beste Spieler der Web. Persia. Das sieht lustig aus. Okay, jetzt machen wir hier weiter. Maxi. Der Maxi hat gerade was anderes angeguckt, holt sich da den besten Spieler der Welt an. Ja, wegen Basti. Mauern halt. Okay, Basti, guck mal. Basti mal angucken, komm. Basti, der Besoffene. Ah, Basti, du bist die letzte Pflaume. Was hat er denn jetzt hier gemacht? Hat er jetzt nur Pekas gemacht? Okay. Ach, also nur mal Basti zum Beispiel. Du greifst mit Pekas an und da hat einer einen Drachen nur zur Abwehr. Weißt du, was dann passiert? Der eine Drache macht alle. Ja. Pekas kaputt. Platt. Ja, kaputt, platt. So. Also eliminiert die. Ganz intelligent ist das nicht, Basti. Nur zur Info. Ich sag's mal einfach so, ne? Also, so, Michael, der ist natürlich extrem lange dabei. Der Michael ist, glaube ich, mit am Anfang dabei, oder? Mit ganz am Anfang, mit ja. Mit ganz am Anfang, ne? Also da fehlten noch so, ich sag mal, so einzelne Leute wie der Nico damals. Der Christa, der ganz am Anfang, der ist gar nicht mehr, der spielt, glaube ich, gar nicht mehr Clash of Clans. Ja. Nico, wenn du unser Video hier siehst, du weißt das, wen ich meine. Freeze, glaube ich. Freezer. Der Freezer. Wie heißt der nochmal? Der hat ja auch einen YouTube-Channel. Ja, irgendwas mit Freeze war das, genau. Ganz netter, der Nico. Schade, der war wirklich am Anfang, der ist von dem anderen Clan, wo wir früher waren, ist er mit hier rüber zu unserem neuen Clan. Ja. Der Nico. Und dann ist er leider Gottes raus, weil er nichts mehr gemacht hat. Ihr müsst ja wissen, wir hatten damals ja schon mal einen Clan, der Maxis Games hieß. Ja. Den haben wir leider aufgegeben, weil es
Wir hatten nichts zu tun, einmal das, und es war niemand aktiv. Absolut niemand. Null aktiv. Dann sind wir in anderen Clans halt reingegangen, haben Wreck and Leaf mitgemacht und dann haben wir nochmal diesen Clan angefangen und haben gehofft, dass nochmal ein paar aktive und nette Spieler dazukommen. Ja, wir hatten in dem Dojo-Kun, oder wie der Dojo-Kun, genau. Das ist ein ganz netter Clan. Peter der Große, der hat einen schönen Clan eigentlich, der aber auch stagniert. Also wenn ich jetzt hier ein Lesezeichen reingehe, kann man gucken. Nee, hier habe ich den Dojo-Kun-Clan suchen können. Ja, gucken wir mal. Wir gucken mal gerade, wie der jetzt aussieht. Ist ja egal, können wir ja machen, ne? Dojo-Kun, ich meinte, so heißt der, oder? Keine. Dann großes D. Dann wahrscheinlich du. Ich mach mal einfach Dojo. Oder? Meinst du, da gibt es mehrere? Da gibt es viele. Scheiße. Ich guck mal, wer ist mit. Und dann Kun vielleicht mit Leerzeichen? Nein. Nicht blöd oder was? Ich guck mal. Dojo. Meine ich doch, mit großen. Mit großen. Nein, Kuh, ne? Nein, falsch geschrieben. Auch wieder falsch geschrieben, wie denn? Ach so. Dojo? Wird der Dojo geschrieben? Ja. Oh, scheiße, Dojo. Und dann Kuhn Klein oder was? Ja. Echt jetzt? Ach, da ist er. Der mittlere. Der mittlere hier, der? Ja. So, das ist Peter der Große. Was hat er jetzt? Die haben Level 4 erst. Guck mal. Und der besteht jetzt wirklich ein Jahr länger als unserer. Mhm. Ne? Also da scheint es auch so der Fall zu sein, dass das ein bisschen stagniert. Also der Clan war auch richtig klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Wir wollen ja keine darüber schicken von unserem Clan, aber egal mal. Aber das war ein richtig netter Clan, fand ich, oder? Genau. Der war ordentlich geführt und er hat aufgepasst, dass wirklich da nichts passiert und war auch rigoros. So, Basti hat mal besucht, jetzt gehen wir weiter. Michael haben wir noch nicht besucht, oder? Haben Michael schon besucht? Nee, Michael haben wir noch nicht besucht. Ja, noch gar nicht. Michael ist platt. Der ist wohl auch gerade momentan wohl ein bisschen beschäftigt, kann ich Michael sagen. Schreibt aber auch immer rein, ich habe im Moment keine Zeit, weil ich das und das mache. Genau. Und finde ich gut. So, das ist Theo. Ja, also wenn der Theo hier zurückschreibt, der neu reingekommen ist, dann gucken wir gerade mal da an. Ja, schönes Dorf. Ja, das schön. Wie gesagt, ganz wichtig. Der macht immer aus. Seit dem letzten Update ist es ja wichtig, dass das Rathaus geschützt wird. Früher hat man das Rathaus hier irgendwo in der Rand gestellt. Und jetzt ist es wirklich wichtig, dass man es beschützt, weil da unheimlich viele Sachen drin sind. Ne? Also da... Deswegen lohnt sich das nicht. Admirat, neuer auch. Keine Ahnung, ob der bleibt oder wie auch immer. Aber eine schöne Base. Die hatte ich eben angegriffen mit dem einen Account von uns und habe den klar verloren. Also eine gute Base. So, gucken wir weiter, wie das jetzt ausschaut. Dann haben wir Manu. Manu auch schon seit Anfang an dabei. Manu ist von, mit dem Pleck Dingsbums aus dem Clan mit Nico zusammen rübergegangen. Mhm. Und hat unseren Clan mit gegründet. Er spielt nur noch ab und zu, aber nach wie vor ein netter Kerl. Und schreibt nur ab und zu. Genau. Vielleicht hat er auch nicht mehr so großen Bock, das kann natürlich auch sein. Ich aber auch nicht. Manu, ich grüße dich an dieser Stelle. Wenn du so Videos siehst, kannst du was reinschreiben. Ne? Paluten. So, Paluten, das ist ein neuer, der sich richtig aktiv unterwegs ist. So ein bisschen eigensinnig ist, aber gut, ist ja okay. Sei ja auch. Ist ja besser, als wenn du da rumschläfst, oder? Genau. Ne? Also Palu, also nichts für ungut. Mach, was du willst, aber wie gesagt, pass schön auf, dass du innerhalb des Teams bleibst, weil hier wollen alle irgendwas mal haben und dann sind manche verärgert und gehen aus dem Clan raus, was natürlich ärgerlich wäre, ne, okay? Duke auch schon lange drin, aber im Moment ein bisschen inaktiv, keine Ahnung, ich glaube, der hat viel um die Ohren. Ja, aber der Max auch wunderbar aus. Ja, macht er, sieht gut aus. Ja. Ne? Also da kannst du nicht meckern, 13 Minuten läuft im Moment das Video schon. Jan! Dieser olle Typ daneben. Ja, der olle Typ da. Ein zweiter oder dritter Account von wem auch immer. Irgendwie kenne ich den her. Albinator, lieber Kerl. Aber ab und zu übertreibt er da, was er da für einen Scheiß schreibt. Albi, sei nicht böse. Ne? Also Albi, nochmal. Wenn du Ferien hast, ist es wirklich null Problemo, dass du wirklich auch mal 5 oder 10 Minuten Zeit hast. Ein Angriff dauert nur zur Information 3 Minuten. Mehr nicht. Wo ist das Problem? 2 Angriffe kosten addiert 6 Minuten. Das ist gut, Max. Jetzt hier oft einmal in einem. Ich guck mir alles an. Achso, okay. Nein. Albinator. Da bist du auch wieder Fitze, wenn du lieb bist. Ich wollte dich nur ärgern. Ich wollte mal gucken, was du machst. Ja, logischerweise bist du wieder Fitze. TG? Maxi, kannst du den zum Fitze wieder machen, damit er sich freut? So, dann besuchen wir TG. So, der hat auch super Clankriege mitgemacht. Aber wie gesagt, im Moment ist er auch, keine Ahnung, absolut inaktiv, finde ich. Schade eigentlich. Schade. Okay, dann kommen wir Teddy Wood. Der ist neu da drin, aber macht sich recht gut. Macht sich wirklich gut. Gucken wir gerade, was hier geschrieben wird. Ihr seid voll nett. Ja, der kann erst in 4 Minuten leider. So, wann kommt das Video? Matthias. Oh, der Matthias hat wenig Geduld. Matthias. Video kommt
wenn es fertig ist. Abinator wurde befördert. Hey, Abinator! Das kann ich aus dem Anführer machen. Ach, hör doch auf, jetzt Quatsch. Ja, gerne, wie gerne, was gerne. Was gerne. Was gerne. Achso, der hat was gespendet. Okay, so. Alles klar. Okay, okay, machen wir weiter. Daddy war mal, jetzt gehen wir hier runter. Wen haben wir dann? Niklas, neu. Ja. Kennst du den? Ich ja. Nicht, keine Ahnung. Wir kennen viele Niklas. Ja, Niklas kennen wir viele. So, gehen wir weiter. Keine Ahnung, also das meiste ist ja so, dass wir sagen müssen, Ben ist hier auch drin, aber glaube ich total inaktiv. Meine ich jedenfalls. Teilweise zumindest. Okay, Haus ist kaputt. Also wir sagen mal so, wenn jemand etwas länger ist, also ich sage jetzt mal gezielt etwas, dann gucken wir uns das Dorf ganz genau an, wenn jemand ganz neu ist, gehen wir mal kurz rüber, bewerten es ganz schnell, wenn nicht. Ja, ne? Also Janik, da müsstest du was mit den Mauern machen, weil die Mauern Level 6, die Mauern Level 4, die Mauern Level 3, sieht scheiße aus. Ja, dann noch die Mauern Level 5. Also, wie gesagt, Janik, einheitlich machen und ein bisschen zeigen, dass du ein bisschen was nachdenkst dabei. Sei mir nicht böse, aber das ist wirklich nicht Clasher. Gut, sagt mir gar nichts, er ist hier als Besucher. Das sind alles Leute, nicht böse sein, aber wo ich bezweifle, dass die lange drin bleiben. Ehrlich, warum soll man die zeigen? Man könnte natürlich sagen, okay, wir gucken uns die mal an. Wir können die auch mal ganz kurz angucken, dauert ja wirklich nicht lange. Ja. Aber haben wir sich nicht schlecht gebaut. Nee, nur halt die Mauern mal ein bisschen Mauern gezielt maximieren. Gezielt einheitlich nachbauen. Wir wissen selber, wie das manchmal ein Problem ist. Mal gucken, da schreibt jemand was rein. Was schreibt er da? Nix schreibt er rein. So, beim Clasher Warmer gehen wir mal wieder runter. So, weiter. Noah. Noah auch einer, der wirklich fragt, wen soll ich angreifen, ist neu im Clan und hat eine schöne Base, finde ich. Ja. Schöne, also die sieht wirklich, also die sehr sieht wirklich schön aus. Einheitlich. Alles einheitlich, auch schön gemaxt hier. Also das ist wirklich gut. Rathaus Level 6 und dafür hat er alles oben. Ja. Da kannst du absolut nicht meckern. Nee. Ein Tipp zum Beispiel hier mit dem Gemüse, was hier rumsteht. Gemüse. Ja, entschuldige, ich sage immer Gemüse. So, ihr kriegt nur eine gewisse Anzahl von Gemüse, also von Busch, von Bäumen, von was weiß ich. Du bist auch so eine Erbse. Ja, ich bin eine Erbse. So, und jedes Mal, wenn er das abbaut, kriegt er natürlich auch Juwelen. Also, wenn ihr die nicht mehr abbaut und lasst ihr einfach das Gemüse hier rumstehen, sieht scheiße aus. Finde ich nach wie vor. Oder ihr baut es schön an und sagt, okay, ich lege Wert darauf, dass hier schöne Bäume stehen oder was auch immer. Probiere ich ja gerade. Du? Ja. Wann denn? Immer. Echt, machst du das? Wo waren wir denn jetzt gerade? Nico. Nico 9. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Mustafa kenne ich auch nicht. Nick Jan kenne ich auch nicht. Hat da irgendeiner was drin? Finn zum Beispiel, Leute, also wenn wir jetzt den Besuch, gucken wir uns hier mal an. So, kann man nicht meckern. Das sieht ja den Anschein nach so aus, aber als wäre vom Clan-Krieg gekommen. Also hier, wenn hier jemand reinkommt und ist für den nächsten Krieg zugelassen in erst 22 Stunden sind das rund. Das bedeutet, er ist mitten im Clankrieg definitiv raus. Er kann natürlich, könnte er auch gekickt worden sein. Das kann sein, aber das bezweifle ich. In den meisten Fällen wird einer im Clankrieg nicht gekickt. So, wer war das jetzt nochmal? Der von Finn? Finn, fragen wir den mal. Finn? Ich glaube, der ist gar nicht wieder, oder? Warum im ZK raus? Der hat doch gerade angegriffen, du. Ach, das hat doch, ja, okay. Interessiert mich jetzt mal ganz einfach. Hast eine ZK-Sperre. Frage ist immer, ob die auch antworten dann, ne? Also du machst Folgendes, du bist hier am Kommunizieren mit denen, also chattest mit denen und stellst dir eine Frage oder sagst zum Beispiel, Mensch, für den Clan-Krieg musst du das und das verändern. Da hören die aber einfach nicht. Aha. Also Leute, wenn ihr in so einen Clan reinkommt, solltet ihr natürlich auch ein bisschen irgendwas machen. Er ist hier dann, da ist er am Angreifen. Der ist nochmal angreifen. Da ist er am Angreifen. Ne? Aber Reaktion? Hat er sich vorgestellt irgendwie? Man kann mal gucken. Nee, der kam ganz am Anfang mal rein. Ganz also, am Anfang. Das war es dann auch, ne? Ja. Also das ist immer so eine Geschichte, wenn man irgendwo in einen Clan reingeht, sollte man zumindest mal Hallo sagen. So, komm, weiter geht's. Ja, hast du recht, richtig. So. Also die Sache ist die, wenn wir gehen hier wirklich nur auf die Leute ran, die wir kennen. Abi ist der zweite Account vom Albinator. Guck mal, gerade interessiert mich, was er jetzt gemacht hat bisher. Ja, Albi, warum machst du denn den Scheiß hier? Warum stellt man so eine Mauer hier hin? Braucht er wohl nicht. Das ist doch Quatsch hier, die kannst du doch hier rumbauen. Also, naja, gut. Albi. Ja, du hast recht, du sollst nicht so viel Clash of Clans spielen. Du sollst doch ein bisschen... Ich bin ja schon ruhig. Bei Abi war man, ne? Abi, da kommt Suppenkasper. Kenne ich auch nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Nee, das ist ein YouTuber, ist der, den wir kennen. So ein alter Fratzi ist. Wir sagen nicht, wer das ist. Alter Fratzi. Suppi, hi, Kasper, grüß dich.
Klasse klar. Ich meine, klar, sag ich schon. Dorf. Bitte? Dorf. German Kopf Gaming, Damian, Katzi Rebel, wie heißt der? Katzi Rebel. So, haben wir noch jemand, der bei uns drin ist? Ja, die, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die hier drin sind, die anderen, werden sich irgendwann... Der Max German ist ganz nett, der hat öfter gefragt, ob er was kriegt. Guck mal gerade mal, wie sein kleines Dörfchen aussieht. Süß, ne? Ja. Sieht ja niedlich aus. Okay. Da gibt es ja auch noch Steine. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ich sehe die bei mir fast gar nicht mehr. Die Steine? Nee. Ach, hier die Steine? Ja, die. Am Anfang. Ja gut, die kosten Schweinegeld, die zu entfernen. Am Anfang kosten die Schweinegeld... Ich habe die bei mir hier noch gar nicht gesehen. Also zumindest was hier keine mehr? Die sind alle weg. Die sind ja alle weg. Nee, aber die spawnen auch gar nicht wieder. Hä? Die spawnen aber auch gar nicht Nein, wieder. Nein, die Steine kommen nicht wieder. Steine kommen nicht wieder. Schade. So, was können wir jetzt noch machen? Also wie gesagt, wichtig, man könnte jetzt natürlich Folgendes machen. Also Clankrieg. Also im Clankrieg wollte ich ja nochmal kommen. Ja. Also neuer Clankrieg haben wir angefangen. Dafür haben wir jetzt welche hier reingelassen, wie den bei... Bei? Haben wir noch jemanden? Nee, nur bei. Okay. Es kann ja ab und zu sein, dass wir einen Clankrieg machen und dann feststellen, wir haben zu wenig Leute. Wir wollen einen Clankrieg mit 15 Leuten haben, aber es sind nur 12 da, die mit uns mitmachen. Dann laden wir natürlich welche ein. Wenn die natürlich dann auch in der Lage sind, hier mitzumachen, guck mal dem seine Base mal an, dürfen die natürlich mit angreifen. Haben die eine total beschissene Base und wir sagen, mach das und das und das, spielen die nicht mit. Also das ist uninteressant und dann kicken wir die. Hier gucken wir uns den Feind mal an. Wie sieht der aus? Glaub nicht. Hab ich gar nicht so. Gott, bin ich wieder. Ja. Gut. Schöne Base. Der wird einfach. Ja, schwer wird er nicht. Hm, wer weiß. Also hier, wenn du hier in die Mitte, hier, da, so in dem Bereich hier, man kann mal gucken, wo am nächsten ist. Deswegen machen die so breite Dinger. Wenn du hier zum Beispiel Erdbebenzauber reinknallst, dann kriegst du wahrscheinlich nur eine Mauer platt. Nee, nee, also, krieg mal beide. Meinst du, du kriegst hier beide ja. Mit hier? So, dann bist du eigentlich schon hier drin. Aber, genau fünf aber, Felder. Aber drei Sterne wird nicht einfach. Also da muss man ganz ehrlich sagen. Und der... Was kann man eigentlich... Wir gucken uns mal gerade unsere Bases an. Ne? Was hältst du denn davon? Mhm. Oder? Ja. So, zurück. Da sind wir hier. So, ja. Ich kann immer hier meine gucken. So, schauen wir die mal an. Ah. Ja, also ich habe Wert darauf gelegt, dass hier alles im Endeffekt in der Mitte ist. Und die Lager und Sammler gehören wirklich, Leute, das sagen wir aber 100 Mal am Tag, raus beim Clankrieg. Warum hast du sie drin? Ich habe die draußen... Aber nicht ganz draußen. Ja, nee, aber hier muss ich ja... Oh, lustig. Maximilian, du bist ja wieder lustig. Ja, das ist deine Base. Was gibt's da sozusagen? Habe ich gut gemacht. Okay. 22 Minuten, flyende Max. Da fliegende Max. Er könnte langsam meines Erachtens ein bisschen verbessern. Ja. Weil hier hat er zu sehr lastig. Guck mal, hier, da hat er sie gebaut. Naja, gut. Also ich hätte... Okay, so ein Streifen ist ja schön. Aber den Streifen hätte ich hier unten reingebaut. Hier, da. Finde ich jetzt. Ich finde das so ganz gut. Aber schlecht ist er nicht. Nein. Nein, nein, nein. Matthias. Das, der hat dieselbe fast. Katzi. Nur wie gesagt. Sammler. 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 Brauchst du wirklich nicht zu beschützen. Brauchst du nicht zu beschützen. Auch hier, das würde ich auch, im Endeffekt die Tesla, würde ich hier irgendwo reintun. Hier, da gehören Tesla rein. Da, da, da. Wenn das hier. Also, ja, gut. Ich hätte sie da hingelegt. Ich hätte sie in das Rathaus gemacht. Paluten. Paluten. Schön, schöne Base. Oder? Ja. Problem irgendwo zu sehen? Nein. Großes? Ich sehe kein Problem. Mal gerade mal gucken. Hier, wo kannst du dann, wo greifst du an? Mit dem Erdbebenzauber. Ja, hier so, ne. Hier in den Bereich kannst du rein. Dann könnte mit kaputt gehen. Da muss man mal aufpassen. Bisschen breiter bauen ist mein Tipp immer. Bisschen breiter. Das ist von Jan, die... Auch so ein komischer Typ wieder. Ja, aber schön, ne? Ach, geht. Mag ich nicht. So ein bisschen Spinner. Noah, schöne Base. Gut. Gut? Gibt's nicht. Nur die Sammler, wie gesagt, die gehören meines Erachtens nicht dahin, sondern... Auch für das Dorf reicht das. Ja, für das Dorf, ja sicher, das ist eigentlich auch wurscht. Daddy auch. Gibt's auch nichts zu meckern hier. Er hat auch nichts draußen stehen, wo man sagt, also zu schlimm. Gibt ja manche, die konntest du, da konntest du reintreten. Schon wieder so eine Suppe da. Suppe da, der Kasper. Hi, die Kasper. Lass ich weg. Maxi. Wobei, also, wie gesagt, nach wie vor alles okay. Ich weiß nicht, sollte man. Da kommt ein Text. HSV. Auch ein Magier. Der Finn hat immer noch nicht geantwortet. Wie gesagt, und wir machen Folgendes: Wer hier absolut gar keine Reaktion zeigt, er könnte ja am Anfang auch mal schreiben, Maxi, hör doch mal auf. Er könnte ja am Anfang auch mal schreiben, hallo oder was auch immer. Ne? Mal ganz ehrlich, was machen wir da? Wir schmeißen die raus.
Das ist nochmal. Ist so ein schöner Schlusstext, den wir da bringen. Hast du noch irgendwas zu melden? Willst du noch irgendwas sagen? Ich wollte mal sagen, ups. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, wo wir einfach mal die Dörfer wieder mal zeigen, dann lasst ein Like da, flankt den Abo-Button und wir sehen uns wieder irgendwann. Okay, also willst du jetzt Kreide wieder haben für deine helle Stimme oder was? Ja, für nee. Kreide. Okay. Hallo. Hier ist die Milchbubi. Kennt ihr die Milchbubi eigentlich? Okay, Leute, ihr könnt schon längst abschalten. Also, gut. Die Stimme habt ihr doch schon mal gehört, oder? Jetzt hör auf, Maximilian. Hör auf. German Let's Play. Bah! Ah! So, okay. Also, es kann ja sein, dass der eine oder andere vielleicht auch mich kennt. Keine Ahnung. Nein, Blödsinn, kennt mich keiner. Hallo. Tschüss. Jetzt sagen wir zusammen Tschüss. Tschüss, Maxi. 1, 2, 3. Tschüss. So, alle sagen Tschüss. Du sagst Tschüss? Sag Wer sagt Tschüss, okay. Ja, das ist unser Hund jetzt, okay. Also, Maxi sagt Tschüss. Tschüss. Milchbubi sagt auch Tschüss. Tschüss. Wer sagt Tschüss. Und Jan sagt auch Tschüss. Tschüss. Wuff, wuff. Ciao.